Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Solarpaket 1 und noch kurz um das Klimaanpassungsgesetz. Beide waren nämlich jetzt schon im Bundestag, nur für die erste Lesung. Das heißt, die wurden aufgerufen und dann im weiteren Verlauf in die Fachausschüsse weitergeleitet. Es ist noch nichts beschlossen worden, aber wir können davon ausgehen, dass die jetzt noch in diesem Jahr tatsächlich zur zweiten und dritten Lesung kommen und dementsprechend dann auch beschlossen werden. Und da können wir ja mal kurz reinschauen. Wir gehen natürlich auf bundestag.de und Tagesordnung und dann müsst ihr schon aufpassen. Ne? Das Ganze geht ja dann weiter. Wir müssen jetzt in die letzte Oktober-Sitzung gehen. Also klicken wir hier mit dem Pfeil entsprechend rüber und sehen dann schon hier 18. Oktober, 19. und so weiter. Das klingt also schon mal ganz gut. Und wenn man hier so ein bisschen durchschaut durch die einzelnen Themen, dann merken wir, hier ist schon das Bundesklimaanpassungsgesetz und wir sehen auch hier schon Überweisung beschlossen, Überweisung in den entsprechenden Umweltausschuss. Und wenn wir dann noch weitergehen, etwas später am Abend, wo haben wir es denn? Hier, Erneuerbare Energiengesetz, Energieversorgung, das war dann 21.45 Uhr. Auch hier Überweisung beschlossen, in diesem Fall in den Klimaschutzausschuss, der sich natürlich mit dem Thema auch rund um die Energie beschäftigt. Wir sehen hier, dass es zwei Dokumente gibt. Es gab nämlich noch einen parallel laufenden Antrag der AfD. Auch diese ist mit übergeben worden an den Ausschuss. Das heißt, das wird hier auch entsprechend bearbeitet. Wenn ihr dann hier jeweils auf dieses zum Artikel geht, dann kommt ihr auf die Unterseiten. Wir beginnen mal hier kurz mit dem Klimaanpassungsgesetz. Ihr habt dann immer hier diese redaktionellen Zusammenfassungen. Ihr könnt auch hier über den Player auf die Plenardebatte gehen und euch die Reden anhören, aber erfahrungsgemäß ist das im Regelfall nicht ganz so relevant. Ihr seht dann hier kurze Zusammenfassung des Gesetzesentwurfs, wie er von der Regierung kam, so ein paar Erklärungen dazu, was wichtig wäre. Ihr könnt aber entsprechend auch immer hier auf die Dokumente gehen, die an der Seite stehen. Ja, und dann habt ihr hier das die Beschlussvorlage selbst oder dieses Dokument in dieser aktuellen Variante, die Drucksache. Und seht dann schon, ne, dieses Klimaanpassungsgesetz-Dokument ist nur 44 Seiten lang. Das ist also relativ überschaubar. Und wir wissen ja auch, das eigentliche Gesetz als solches beginnt ja erst viel später, nämlich hier auf Seite 5. Ihr seht auch schon, es geht ja einfach um die Einführung des KANG als Klimaanpassungsgesetz. Und hier werden keine anderen Gesetze noch mit beschlossen, ne? Sondern nur dieses eine wird hier eingeführt. Das ist also kein Artikelgesetz. Wir kommen gleich noch dazu, was halt der Unterschied ist. Und wenn wir jetzt hier mal scrollen, sehen wir dann schon relativ bald, dass es nur bis Seite 11 geht. Das heißt, wir haben 6 inhaltliche Seiten, mit denen wir uns hier auseinandersetzen können, um den Inhalt dieses Klimaanpassungsgesetzes schon komplett zu erörtern. Und danach, ne, haben wir immer diesen Begründungsteil mit allgemeinem Blabla und dann irgendwann kommt die eigentliche inhaltliche Begründung. Das ist dann immer dieses Hier, B, besonderer Teil. Und dann werden die einzelnen Paragraphen erklärt. Und ihr seht dann schon, ne, diese Seiten 20 bis 44 sind dann so, wobei, nee, hier sind noch Anlagen mit dabei, also nicht mal so viel an Erklärung. Das heißt, für euch, ihr könnt euch tatsächlich komplett mit diesem Text auch auseinandersetzen. Das Klimaanpassungsgesetz macht im Großen und Ganzen nichts so besonders Aufregendes. Na, wenn wir jetzt hier nochmal auf den Anfang gehen, sehen wir ja auch immer zu Beginn so was wie Ziele und Begriffsbestimmungen und die sagen ja schon im Großen und Ganzen, worum es geht. Wir wollen hier die negativen Auswirkungen des Klimawandels vermeiden oder weitestgehend reduzieren, wenn sie nicht mehr vermieden werden können. Begriffsbestimmung, Klimaanpassung, ne, also das ist passiert. Klimarisikoanalyse, das ist etwas, was dann aufgestellt werden muss, ne, ein Monitoring mit diversen Kennzahlen. Und Träger öffentlicher Aufgaben, die hier besondere Aufgaben wahrscheinlich noch bekommen werden oder besonders bedacht werden. Ne, so kann man schon mal ein bisschen einschätzen, worum es denn geht. Ihr seht dann hier im Bereich der vorsorgenden Klimaanpassungsstrategie, dass bestimmte Cluster besonders angeschaut werden sollen, nämlich Wasser, Infrastruktur, Land und Landnutzung, mit jeweiligen Unterpunkten, Gesundheit, Wirtschaft, Stadtentwicklung, Raumplanung, Bevölkerungsschutz und Übergreifendes. Das heißt, das sind so Themen, die hier also besonders bedacht werden sollen. Und dann geht es darum, dass hier immer messbare Ziele in diese Klimaanpassungsstrategie geschrieben werden sollen. Hier wird ein bisschen erklärt, wie man zu diesen Zielen kommt und wie die aufgestellt sein sollen. Eine Klimarisikoanalyse soll dann immer regelmäßig gemacht werden. Mindestens alle 10 Jahre soll das aktualisiert werden.
Er soll auch, es sollen Schadenssummen, die auf Wetterextreme zurückzuführen sind, aufgeführt werden, Ausgaben des Bundes für die Klimaanpassung. Ein Monitoring-Bericht soll in diesem Kontext regelmäßig veröffentlicht werden. Und dann wird nochmal darauf eingegangen, dass nicht nur die Bundesebene mit ihren eigenen Bundesliegenschaften Klimaanpassung jetzt entsprechend berücksichtigen soll, sondern auch die Länderebene. Na, also wenn ihr dann hier so Sachen seht wie Berücksichtigungsgebot, na, dann müssen also die Träger dieser öffentlichen Belange immer das mal in den Gedanken und in den Entscheidungen mit drin haben. Und dann seht ihr, ne, Bund-Länder-Zusammenarbeit, Klimaanpassung der Länder und dann später auch noch Klimaanpassungskonzepte der Gemeinden und Kreise. Also wir haben hier eine ganze Menge an Handlungsdruck für die öffentlich-rechtliche Seite, die dann hier eben nicht nur Dinge tun soll, sondern auch darüber berichten soll. Das ist das Klimaanpassungsgesetz. Mehr ist dazu erstmal nicht zu sagen. Wie gesagt, ist das Ganze hier überwiesen worden an den federführenden Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Na, das ist dieser Umweltausschuss, könnte man auch sagen. Das wird da dann fachlich besprochen, vielleicht auch nochmal angepasst und wird dann entsprechend zurückgehen in den Bundestag und dann irgendwann noch im Laufe dieses Jahres wahrscheinlich aufgerufen und beschlossen werden. Schön und gut. Wir hatten in der Tagesordnung ja weiter unten dann auch noch Erneuerbare Energiengesetz, Energieversorgung. Das, was hier wieder so einen langen Titel hat. Eingebrachter Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes und weitere energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung. Das ist das Solarpaket 1. Ganz einfach gesagt. Und wir können das mal uns hier raussuchen. Ne? Genau, also hier Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes beraten. Auch hier Spoiler. Beide Vorlagen, also auch der AfD-Gegenantrag, sind an den federführenden Ausschuss für Klimaschutz und Energie überwiesen worden. Dort wird das Ganze nochmal inhaltlich auseinandergenommen. Wir werden da wahrscheinlich wieder hunderte Seiten Änderungen herausbekommen. So ist es eben. Auch hier steht natürlich das Dokument selbst. Ihr könnt aber euch tatsächlich auch diese Reden anschauen, nur damit ihr ungefähr wisst, wie das aussieht. Ne? Wenn man hier so draufklickt oder auf alle Reden anzeigen, dann habt ihr hier nochmal so einen Klick in die Mediathek praktisch. Ne? Ihr seht auch oben im Link Mediathek so und so. Und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal genauer anschauen. Aber wie so oft, es lohnt sich nicht wirklich. Ihr klickt also lieber auf das Dokument und kommt dann auf 154 Seiten. Und da tut es dann langsam weh. Ne? Wie wollen wir mit 154 Seiten umgehen? Wir haben ja aber gerade eben in dem schon deutlich kürzeren Dokument zum Klimaanpassungsgesetz gesehen, dass es hier natürlich jede Menge andere Inhalte noch gibt. Und die können wir so ein bisschen aussortieren. Nur mal, damit ihr eine Vorstellung davon habt, wie ich mit sowas umgehe. Ich habe mir die Gesetzestextänderung und auch die Begründung mal hier ausgedruckt und habe die entsprechend mal hier zusammengeheftet und ihr seht auch vielleicht, dass das doch relativ viel Zeug ist, wenn der Fokus da ist. Ne? Also das ist nicht wenig, aber das gibt mir jetzt natürlich die Chance, direkt schon auf die richtige Seite zu springen, weil ich das hier sehe. Also wir gehen natürlich direkt über die Seite 1 und so weiter weg und gehen auf die Seite 6, wo wir dann beginnen mit den eigentlichen Inhalten. Jetzt ist es schon mal wichtig, dass das hier ein Artikelgesetz ist. Ich habe das ja in den ganzen anderen Gesetzen, die wir uns zuletzt angeschaut haben, auch meistens mit erklären können, weil es auch Artikelgesetze waren. Artikel 1 betrifft ein bestimmtes Gesetz, Artikel 2 ein anderes Gesetz oder eine Verordnung. Dementsprechend werden mit diesem einen Gesetz verschiedene Gesetze und Verordnungen geändert. Das hat natürlich auch immer den Hintergrund, dass Gesetze ineinander greifen oder meinetwegen ein Energieunternehmen von vielen, vielen Gesetzen betroffen ist und von Verordnungen betroffen ist. Und dementsprechend, wenn wir hier die Welt ein bisschen ändern wollen, dann müssen wir auch diverse Gesetze und Verordnungen anpassen. Also Artikel 1 ist natürlich das Erneuerbare Energiengesetz, das EEG selbst. Wenn es um das Solarpaket geht, dann ist es jetzt nicht so besonders überraschend, dass wir auch Änderungen im EEG haben. Ich will euch mal noch den Überblick kurz wortwörtlich hier geben. Es wird ansonsten das Energiewirtschaftsgesetz geändert. Da werden wir dann gleich hinscrollen. Wenn ihr aber vielleicht hört, dass ich gerade schon relativ viel herumfalte, dann könnt ihr euch vorstellen, dass der größte Anteil in diesem Gesetzesentwurf das EEG selbst ist. Und dann tatsächlich erst auf Seite 25 wir zum Artikel 2 kommen mit dem Energiewirtschaftsgesetz. Und dann kommen wir später noch kurz zum Messstellenbetriebsgesetz. Vorher noch zur Marktstammdatenregisterverordnung, weil es da auch noch mal kleine Änderungen gibt. Dann zum Messstellenbetriebsgesetz mit nur einer mini-kleinen Änderung. KWK-Ausschreibungsverordnung, also Kraft-Wärme-Kopplung und dann noch das Energiefinanzierungsgesetz, was ja die Finanzierungswege und Umlagen und so weiter beschreibt.
Und Artikel 7 ist nur das Inkrafttreten zum 1. Januar 2024. So. Also ihr merkt schon, das ist doch eine ganze Menge, aber überschaubar. Und diese Gesetzesänderungen als solche kommen auch nur bis Seite 44. Wenn ihr jetzt hier gerade auf Seite 6 sind, könnt ihr euch also vorstellen, ungefähr 40 Seiten, A4 Seiten an Gesetzesänderungen. Das ist nicht wenig, aber im Vergleich zu diversen vorigen Gesetzen ist auch nicht so unfassbar viel. Man kann in etwa sich einen Überblick darüber machen. Und auch hier empfehle ich, geht doch einfach mal in den Bereich des Inhalts, also Inhaltsübersicht. Und wenn da etwas geändert wird, dann heißt das, dass eben auch eine größere Änderung in diesem Gesetz kommt. Ne? Also bevor ihr in das Kleingedruckte dann reingehen müsst, schaut erstmal in die Änderung der Inhaltsübersicht, der Überschriften. Das sagt meistens schon viel aus. Und wir sehen, dass hier zum Beispiel im Bereich Messstellenbetrieb Übergangsregelung für Stecker-Solargeräte, das ist hier, also das ist hervorgehoben und ich kann ja schon mal spoilern, es gibt ein paar Anpassungen zum Stecker-Solargerät, also zum Balkonkraftwerk, wir haben das ja auch schon ein paar Mal gehört. Das geht jetzt im Großen und Ganzen um die Anpassung zu den 800 Watt, beziehungsweise den 800 Volt Ampere, die der Wechselrichter dann nachher zur Verfügung stellen darf, im Gegensatz zur bisherigen 600 Watt. Und so ein paar Vereinfachungen in der Handhabung und in der Meldung dieser Anlagen. Wir haben dann noch was hier zur Verlegung von Leitungen und Überfahrt während der Errichtung und des Rückbaus. Das hat auch einen Ansatz, nämlich bei neuen, vor allem Solaranlagen, soll der Netzanschluss beschleunigt werden, indem eben zum Beispiel ein Wegenutzungsrecht gegeben wird, um die Anschlussleitungen zu verlegen, wenn man zum Beispiel noch durch ein Nachbargrundstück gehen müsste oder sowas in der Art. Ja, genau. Und genau, Zuschlagsverfahren, Solaranlagen des ersten Segments. Es geht im Großen und Ganzen darum, dass die Agri-PV-Anlagen, also die landwirtschaftlichen Solaranlagen, die eine Nebennutzung zur landwirtschaftlichen Weiternutzung bedeuten, dass die in Ausschreibung nochmal eine besondere Bedeutung und Vereinfachung bekommen oder so ein garantiertes Zuschlagssegment hier vielleicht auch dazukommen soll. Es gibt von den diversen Branchenverbänden ja auch jetzt schon Feedback und die sagen, hier hätte man gerne noch mehr Herausstellung für die Sonderanlagen wie Agri-PV, Parkplatz-PV und so weiter, dass die vielleicht sogar noch mehr eigene Mengen, noch mehr Bevorzugung bekommen. Aber immerhin gibt es hier schon ein paar Optimierungen, auch im Kontext der Vermarktungsformen. Naja, und da kann man so ein bisschen weitergehen und sieht halt, dass es im Großen und Ganzen immer wieder um diese Begriffe geht, wie hier, ne, Stecker-Solargerät mit Wechselrichterleistung. Das ist das, was wir auch schon mal an einer anderen Stelle beschrieben haben, dass man 2 Kilowatt PV-Anlagen, also Module, hinstellen darf, aber 800 Volt Ampere, also 800 Watt Wechselrichter dahinter steckt. Was natürlich bedeutet, dass auch bei nicht ganz optimaler Bescheinung von 2 Kilowatt, bestenfalls, ne, 40%, die 800 Volt Ampere erreicht werden. Ne? Also da praktisch die Maximalauslastung des Wechselrichters auch bei einer gewissen Bewölkung kommen kann. Das ist durchaus eine sinnvolle Änderung. Und wird auch soweit vom VDE, soweit ich das ja noch im Kopf habe, auch unterstützt. Naja, jedenfalls gibt es hier noch diverse Anpassungen in dem ganzen Kontext. Ne? Ihr könnt euch das ja im Detail auch durchlesen, wenn ihr das wollt, oder ihr wartet darauf, und das werde ich dann im Großen und Ganzen auch machen, was aus dem Ausschuss noch zurückkommt an Anpassungen, und dann kann man das Ganze nochmal innerlich komplett auseinandernehmen. Es wird, wie gesagt, ein bisschen darauf eingegangen, aber dann haben wir gerade in diesem Bereich Recht der Verlegung von Leitungen nochmal den wichtigen Ansatz, dass eben die zum Beispiel na hier Steuer- und Kommunikationsleitungen und sonstige Einrichtungen zum Anschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien an den Verknüpfungspunkt im Netz, dass da also der Ansatz zu dulden ist, dass das Ganze hier dann eben auch schnell vorangetrieben wird. Es gibt ansonsten hier beispielsweise auch den Punkt, dass der Netzbetreiber, ich glaube, das ist auch im Energiewirtschaftsgesetz später erst, dass der Netzbetreiber, wenn er nicht schnell genug reagiert, der Anschluss einer Solaranlage mit einer gewissen Größe genehmigt wird. Na, also praktisch ein schwebend wirksames Genehmigungsverfahren von jetzt auch etwas größeren Anlagen. Ja, und zum Beispiel auch nochmal den Punkt, ne, 200 Kilowatt Anlagen, wo es um die Vergütung geht. Also es ist doch eine ganze Menge Inhalt. Wir haben auch ein bisschen was im Kontext von Mieterstrom. Da wird auch mehr gewünscht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das im Ausschuss auch passieren wird. Wir können ja ruhig mal ein bisschen weiter scrollen, damit ihr schon mal ein bisschen mehr Überblick noch bekommt. Hier Zuschlagsverfahren, Solaranlagen, erstes Segment, das ist klassische PV. Hier haben wir
Anpassungen eben in den Mengen für besondere Anlagen, wo im Großen und Ganzen die Extraförderung von Agri-PV mit drinsteckt. Wie gesagt, hier wird gefordert, dass noch mehr Bevorteilung von Agri-PV kommen soll. Kann ich auch durchaus verstehen. Hier zum Beispiel auch, ne, der anzulegende Wert, also die Förderhöhe, könnte man sagen, erhöht sich um 0,3 Cent pro Kilowattstunde für Strom aus einer besonderen Solaranlage, wenn die Solaranlage die landwirtschaftlich nutzbaren Anteil der Fläche um höchstens 15% verringert. Also wenn eine Agri-PV-Anlage höchstens 15% der Agri-Fläche versiegelt, sage ich mal so, dann kriegt die Anlage 0,3 Cent mehr pro Kilowattstunde. Und das ist schon mal ordentlich. Ne? Das freut die Anlagenbetreiber, denke ich, dann schon ganz deutlich. Ich würde jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen weiter scrollen, weil jetzt haben wir hier noch viele Kleinigkeiten. Ihr wisst ja, das EEG ist ein Bürokratiemonster. Es hat ja weit auch über 100 Paragraphen und dann noch diverse Übergangsregelungen. Da gehen wir jetzt einfach mal drüber hinweg. Wir haben dann Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes. Da auf jeden Fall interessant, der Systemstabilitätsbericht, der nun ab 25 neu eingeführt werden soll, zweijährlich veröffentlicht wird und eben ne, die Systemstabilität im Stromnetz zum Inhalt haben soll. Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung ist interessant, das ist, ich sag mal, der Nachbarstrom im Gegensatz zum Mieterstrom, wo man im Großen und Ganzen innerhalb eines Gebäudes, also ohne Nutzung einer externen Leitung, das restliche Gebäude mit seinem eigenen Strom versorgen darf. Mieterstrom wäre ja, Gebäudeeigentümer stellt Mietern zur Verfügung und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung ist es mehr so Mieter untereinander, könnte man in etwa sagen. Ich packe mir halt meine Solaranlagen an die Fassade, weil ich das darf, oder an das Fenster, an den Balkon und leite durch zu meinen Nachbarn. Ja, so im Großen und Ganzen mal grob gesagt ist da der Sinn dahinter. Wir haben ein Register zur Erfassung und Überwachung von Energieanlagen sowie von Energieanlagenteilen. Das ist ein zusätzliches Register, was praktisch nochmal besondere Anlagen aufführen soll. Ich denke, das wird in den nächsten Monaten weit auseinandergenommen, was da konkret dann drin landen wird. Ja, genau. Das wird hier also auseinandergenommen. Ne? Systemstabilitätsbericht wird hier erführt. Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung wird hier weiter auseinandergenommen. Ne? Nutzung ohne Durchleitung des Netzes. Viertelstündliche Messung, also Smart Meter, ist mit drin. Und dann haben wir ne, Gebäudestromnutzungsvertrag. Bla, bla, bla. Also, das ist relativ klar. Und dann eben dieses Register, was eingeführt wird. Wir kommen dann nachher zum Beispiel im Energiefinanzierungsgesetz auch dazu, dass dieses Register bezahlt werden muss. Und deswegen haben wir auch im NFG Änderungen. Marktstandardregisterverordnung. Hier geht es dann ja, um die Meldepflicht von Anlagen. Es gibt hier Anpassungen. Der größte Inhalt von diesem Artikel ist tatsächlich, dass diese tabellarische Auflistung der Stammdaten, die gemeldet werden müssen, hier also nochmal komplett aufgeführt wird. Im Großen und Ganzen ist es so, dass die Stecker-Solaranlagen vereinfacht gemeldet werden sollen. Und dass wir es ansonsten ja kennen, ne, wie soll ich auch hier in der Gaseinheiten, dass hier Verschiedenes angepasst wird. Ich denke mal, das machen wir auch an einer anderen Stelle ausführlicher. Menschen im Betriebsgesetz, Artikel 4, hier wird nur grundzuständig gestrichen in dem § 3 Absatz 3. Warum? Das ist ein Fehler gewesen. Im Großen und Ganzen ein redaktioneller Fehler. Hier wurde im alten Gesetz darauf verwiesen, dass grundzuständige Messstellenbetreiber bestimmte Meldepflichten oder Umsetzungspflichten hatten, aber ne, diese Umsetzungspflicht gilt auch für jeden anderen Messstellenbetreiber. Also das ist einfach nur ein Fehler gewesen, der hier berücksichtigt und korrigiert wird. Nichts Aufregendes. KWK-Ausschreibungsverordnung, hier haben wir auch relativ wenig, ne, also hier Schriftformerfordernis, bla bla bla, wird gestrichen, also auch eher Anpassung des Verfahrens, wahrscheinlich zur Vereinfachung. Und dann Änderung des Energiefinanzierungsgesetzes, wo wir nach so neben diversen Kleinigkeiten dann eben auch nochmal Hinweise auf das Register haben, was eingeführt wird und natürlich bezahlt werden muss. Und dann in Kraft treten. So, wenn man jetzt sagt, alles klar, diese 40 Seiten, die kann ich mir ja angucken, das ist ja gar nicht das Problem, aber das ist ja trotzdem komplizierter rechtssicher Inhalt. Danach kommt ja immer der Begründungsteil. Hier ist jetzt ganz wichtig, was ab Seite 45 beginnt, sind jetzt erstmal etwa 30 Seiten an, ich sag mal, Bürokratie und auch Finanzierungsthemen.
Das ist für den inhaltlichen Energiewirtschaftler jetzt nicht ganz so greifbar. Ja, also da muss man sich schon sehr stark reinarbeiten. Ne? Ihr seht ja hier detaillierte Aufführung von Lohnsätzen und von Kosten und so weiter. Also das ist schon dann relativ heftig und eher für die interessant, die sich mit konkreter Ausgestaltung von Wertschöpfung oder von Verwaltungskosten auseinandersetzen wollen. Da würde ich empfehlen, sich das anzuschauen. Wer inhaltlich mit diesem Gesetz sich auseinandersetzen will, der scrollt noch ein bisschen weiter. Und wir sind aber gleich da, nämlich auf Seite 78. B, besonderer Teil. Und hier ne, zu Artikel 1, zu Nummer 1, bla bla bla. Hier ist jetzt die inhaltliche Erklärung der einzelnen Gesetzesänderungen. Also, wer gerade eben diese 40 Seiten Gesetzestext hatte, kann jetzt hier noch mal etwa 40 Seiten an Begründung sich noch mit anschauen. Und das ist Prosa-Text-Begründung der Gesetzesänderung. Also da, wo man jetzt sagt, hey, das eine würde mich jetzt noch mal mehr interessieren, was jetzt der Carsten in dem Video nur so ein bisschen übergangen ist. Ne? Da kann man jetzt hier entsprechend in den Teil reinscrollen und sagen, hey, hier werden redaktionelle Folgeänderungen vorgenommen. Alles klar, dann habe ich jetzt diese Änderung hier auch verstanden, ja, so im Großen und Ganzen. Und wer jetzt eben sagt, das EEG, alles klar, kann ich mir im Detail sehr gut anschauen. Da kann dann eben hier weitergehen zu den Änderungen am NWG, wo ich ja darauf hingewiesen habe, Gebäude, Strom und Co. Ne, wer sich das jetzt schon mal auseinandernehmen will, kann das hier also komplett auch sich durchlesen. Worauf möchte ich aber noch unbedingt hinaus? Ihr seht ja, 154 Seiten insgesamt. Diese Gesetzesbegründung geht aber nur bis Seite 120. Wichtig. Also auch hier, lasst euch von 154 Seiten nicht ins Boxhorn jagen. Die letzten 30, 34 Seiten sind Anhang. Auch das ist nochmal wichtig. Nämlich hier zum Beispiel Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrats. Dann haben wir nochmal eine Stellungnahme vom Bundesrat. Dann haben wir nochmal eine Antwort von der Bundesregierung. Und dann haben wir noch weitere Anlagen. Jetzt müsste ich nämlich mal schauen, ob ich das hier gerade spontan kriege. Oder waren das die drei? Ne, genau, stimmt, das waren die drei. Das letzte ist die Antwort von der Bundesregierung. Also wir haben hier noch drei Anlagen, die nochmal 34 Seiten lang sind. Lasst euch davon also nicht irritieren. Wie gesagt, ich würde grundsätzlich empfehlen, man kann sich durch die etwa 40 Seiten Änderung des eigentlichen Gesetzestextes durchaus mal durchscrollen oder mit Suchbegriffen arbeiten und ansonsten hinten mit diesen Begründungen, wo ihr dann eben beispielsweise die Änderungen am Marktstammdatenregisterverordnung euch im Detail anschauen könnt. Das sind natürlich Begründungen, die aus den Ministerien kommen, also aus den Referaten, auch wenn das jetzt hier der Entwurf der Bundesregierung ist, das ist natürlich schon in den Ministerien ausgearbeitet worden, aber das ist zumindest eine gute Erklärung des Sinnes und des Hintergrundes. Auch hier beispielsweise, ich habe ja erwähnt, beim Messstellenbetriebsgesetz, da gab es ja diese Streichung von Grundzuständige und ihr seht hier, ne, Redaktionsversehen bereinigt. Hier wurde einfach nur ein Fehler gemacht und der wurde jetzt hier gelöst. Und das wird hier in diesem langen Absatz erklärt. Dementsprechend relativ easy going. So, wenn ihr das dann weiter verfolgen wollt, diese Landingpages beim Bundestag. Hier ist ja nun oben der Stand erste Lesung. Wenn das Ganze nun in dem Ausschuss, an den es überwiesen wurde, ne, ihr könnt ja nochmal lesen, wurde an den Ausschuss für Klimaschutz und Energie überwiesen. Man kann jetzt natürlich bei diesem reinschauen in die Tagesordnung. Ne, hier oben sind ja Ausschüsse verlinkt. Ihr könnt aber auch praktisch immer wieder diese Landingpage mal annavigieren. Und da steht hier irgendwann praktisch ne, Ausschussarbeit, bla 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 bla. Und dann steht hier irgendwann zweite, dritte Lesung. Ihr könnt also immer wieder hier drauf zurückkehren und den aktuellen Stand euch anschauen. Sobald der Ausschuss eine Beschlussempfehlung mit Änderungen veröffentlicht, ist die in den Dokumenten hier auch mitzufinden. Und dementsprechend spätestens dann werden wir auch wieder ein Video zu dem ganzen Thema machen. Okay, soweit also erstmal zum Klimaanpassungsgesetz und zum Solarpaket 1, die beide jetzt zur ersten Lesung im Bundestag waren. Viel ist ja jetzt also noch nicht passiert, die sind jetzt eingebracht worden. Wir haben einen ungefähren Überblick darüber, was da passiert. Die Fachpresse äußert sich jetzt natürlich auch. Es war ja erst Ende letzter Woche, also wird jetzt in dieser nochmal einiges passieren.
Und da wir ja nun schon, ich sag mal, Ende Oktober stehen, wird es jetzt auch nicht allzu lange dauern, bis die Feedbacks aus Ausschuss und Fachwelt dazu noch kommen. Und dann kann man davon ausgehen, dass in den letzten Sitzungen des Jahres auch noch der Beschluss entsprechend kommen wird, weil wir erinnern uns ja daran, Solarpaket 1 und auch Klimaanpassungsgesetz wollen ab 2024 in Kraft treten. Also da ist einiges los. Okay, habt ihr Fragen, Anmerkungen und Wünsche im Kontext des Solarpakets, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten like das Video und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.